Die 18. Staffel von Let's Dance war aufregend, heiß und emotional. Im Finale kämpften Anna Ermakova, Julia Beautix und Philipp Boy um den Sieg. Bei letzterem kam es nach dem allerletzten Tanz sogar zu einem Kuss mit seiner Tanzpartnerin Patricia Ionel. Let's Dance Finale? Anna Ermakova holt sich den Sieg, Platz 3 für Philipp Boy. Die 18. Staffel von Let's Dance ist zu Ende. Anna Ermakova, 23, und Valentin Lusin, 36, konnten sich über Monate gegen die 13 anderen Tanzpaare durchsetzen und am vergangenen Freitag den Pokal mit nach Hause nehmen. Für viele stand von Anfang an fest, dass sich die Tochter von Boris Becker, 55, den Sieg holen wird, doch trotzdem hatte sie starke Konkurrenten. Ebenfalls bis ins Finale schafften es Julia Beautix, 23, mit Zoltzandor Cseke, 35, und Philipp Boy, 35, an der Seite von Patricia Ionel, 28, und die ließen Anna keinen Platz für Patzer. Beide Tanzpaare sammelten im großen Finale jeweils 87 Jurypunkte. Eine ganze Menge. Philipp Boy und Patricia Ionel. Unerwarteter Kuss im Finale. Philipp Boy und Patricia Ionel wurden vor dem Finale die schlechtesten Siegeschancen von den Let's Dance Fans ausgemalt. Allerdings sorgten der Turner und die Profitänzerin vor allem mit ihrem Jive zu Red Petite und dem Final-Freestyle zu Barbican für absolute Begeisterung bei Publikum und Jury. Im finalen Tanz schlüpften sie in die Rolle der berühmten Puppen und sorgten für gute Unterhaltung. Am Ende kam es sogar zu einem unerwarteten Kuss. Eigentlich wollten Philipp Boy und Patricia Ionel, die beide Verheirateten sind, den Kuss zum Abschluss nur andeuten. Doch dann kamen sie sich ungeplant nah. Der Kunstturner schaute irritiert, als sich seine Lippen mit denen der Profitänzerin berührten. Das ging natürlich auch nicht Moderatorin Viktoria Swarovski durch die Lappen. Das war ganz schön heiß, kann man da sagen. Was war das da ganz am Ende? Das haben wir alle gesehen. Philipp Boy schmunzelte und verriet, dass der Kuss natürlich nicht geplant war. Er habe wohl zu große Schritte gemacht. Am Ende gab es von der Jury für diese Leistung die volle Punktzahl. Nach dem Zuschauervoting reichte es allerdings trotzdem nur für Platz 3.